Sie haben mehr als nur eine Gemeinsamkeit. Der Betriebsleiter vom UFA-Versuchsbetrieb Bühl in Hentschiken, der Stefan Streit, und das UFA-Mischfutterwerk Biblis in Herzogenbuchsee. Beide sind seit genau 10 Jahren für eine moderne Futtermittelproduktion im Einsatz und beide befassen sich intensiv mit expandiertem Mischfutter. In Herzogenbuchsee wird es produziert, in Hentschiken in der Praxis getestet. Vor allem hier bei den Mastzäunen sind viele Versuche gemacht worden. Die Resultate waren ziemlich eindeutig. Die Versuche haben gezeigt, dass die Mastzäune besser zunehmen. Also sie haben einen höheren Masttageszuwachs und sie haben dementsprechend auch eine bessere Futterverwertung. Das heisst, es braucht weniger Futter, um ein Kilo Zuwachs zu erreichen. Auch bei der Hühnerhaltung ist getestet worden. Beim Geflügel haben wir festgestellt, dass durch das Expandieren, durch das Erhitzen, werden Keime abgetötet. Vor allem Salmonellen sind stark zurückgegangen im Legebereich, dass wir dort expandiertes Futter einsetzen. Ja, und das ist nur ein grober Abriss. Der Vorteil von Expanderfutter umfasst rund 12 Punkte. Auf alle Fälle hat der Futtermittelabsatz bei der UFA in den letzten Jahren zugenommen. Das Werk in Biblis hat sich schon vor Jahren mit der Abdeckung der zukünftigen Nachfrage befassen müssen. Daraus ist eine neue Produktionslinie, die fünfte, entstanden. Die neue Würfelpresse, die vom Schweizer Technologiekonzern Bühler aus Uzwil gebaut worden ist, befindet sich in der Schlossinstallation. Sie braucht 30% weniger Energie als ihre Vorgängerinnen. Übrigens sind auch die bestehenden Anlagen im Werk seit dem Neubau laufend optimiert worden. Also im Werk Biblis haben wir einerseits Prozesse ganz entscheidend modifiziert. In dem Sinn, dass wir sie effizienter gestaltet haben, dass wir zum Beispiel Leerlaufzeiten bei den Elementen reduziert, sodass wir die Leistung steigern können. Auf der anderen Seite haben wir an diversen Orten den Energieverbrauch reduziert, indem man zum Beispiel eine Wärmerückgewinnung eingebaut hat, dass man die Kompressoren effizienter laufen etc. etc. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mit der neuen Linie 5 und der Optimierung der bisherigen Anlagen ist man hier heute auf einem Energieeffizienzniveau, das auch im internationalen Vergleich eine Spitzenposition einnimmt. Und da ist das neue Herzstück der Linie 5, der Expander. Und der funktioniert so. Expandieren ist etwas Ähnliches wie Hochtemperatursterilisierung, die man von der Milch kennt. Man tut einerseits das Produkt erhitzen, unter hohem Druck kneten und dann schlagartig entspannen. Das gibt nachher an und für sich das krümelige Produkt, das man kennt, zum Beispiel von gepufften Produkten, wie zum Beispiel so Frühstückserealien, die teilweise so eine schwammige Struktur haben, die so krümelig sind. Auffallend auch die vielen Sonden und Messgeräte im ganzen Produktionsprozess. Sie dienen neben der Betriebssicherheit vor allem auch der Qualitätssicherung. Das ist das Reich von Hans Melkhalter. Neben der richtigen Beurteilung des Wareneingangs ist die Überwachung und Kontrolle der Messresultate durch den ganzen Produktionsprozess durch das wichtigste Kriterium bei der Qualitätskontrolle. Das heisst, dass die Mahlfeinheit stimmt, dass nachher mit der richtigen Temperatur expandiert und gepresst wird und dass die Strukturier so eingestellt sind, dass das Produkt hinten rauskommt, das das Tier gerne frisst. Und damit sind wir wieder beim Futtertrag angelangt. Das Werk Biblis hat seit dem Neubau laufend die bestehenden Anlagen optimiert und mit innovativen Technologien ergänzt. Mit dieser neuen Produktionslinie ist sichergestellt, dass der steigenden Nachfrage nach expandiertem Futter auch in Zukunft Rechnung getragen werden kann.